Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griffe Games. Leute. Wir fangen auch erstmal direkt damit an. Das Abge hier mit seinem neuen Format, Wer wird Millionär? Kennt ja sicherlich alle Leute, ich finde das nicht schlecht, aber ich sag's mal so: Dieses Format wurde immer wieder kopiert. Es hat zuerst Flo gemacht, dann haben es auch Skyger und Fox soweit, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ich finde es immer ein bisschen scheiße, dass sich jeder YouTuber das denn immer kopiert. Naja, okay. Leute, dann machen wir jetzt auch mal weiter. Und zwar geht es jetzt um Bantor Schwanz vor, der hier mit Bots schon wieder aufgegeben ist, ein bisschen Ärger verursacht hat. Und 1 Legend Guko angeblich gescammt haben soll. Oder der mit Bots rein schreibt, dass der scammt, besser gesagt. Leute, das ist immer nicht so gut, weil Bantor Schwanz vor, müsst ihr wissen, Duplizierer höchsten Grades, also der ist eigentlich bekannt geworden dadurch, dass er bei Abke nicht war, aber dass den Abke halt erwischt hat dabei und so. Okay, Leute, denn die nächste Griffe Games News ist, dass am Freitag um 21 Uhr ungefähr der TS richtig lange down war. Ich habe keine Ahnung, warum das so war. Es waren auch nicht wirklich viele Leute online, Abke hat nicht gestreamt, also es waren nicht sonderlich wirklich viele online. So, Leute. Und ja, es war, glaube ich, kurzzeitig jetzt so, dass man bei Boostern, die auf CityBit 1 und CityBit 10 aktiviert wurden, kein Geld mehr bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ob das jetzt auf jedem CityBit so ist. Aber ich finde das ein bisschen, ehrlich gesagt, scheiße, weil man muss sich überlegen, wenn man so ein Plugin programmiert, wird es auch irgendwelche Echtgeldhändler geben, die sich da den ganzen Tag hinstellen mit zweiter Accounts und das immer wieder ranholen, Leute, weil es einfach einfacher ist und weil die Booster nacheinander immer schön wieder aktiviert werden können. Also von dem her finde ich das ein bisschen Schwachsinn, warum man ein erstes Plugin macht und dann wieder ausmacht auf manchen CityBits, wo halt viele Spieler online sind. Weil das soll eigentlich da sein, um der Community so ein bisschen mehr Geld zu schaffen. Und ja, also mehr Geld zu geben. Und es gibt jetzt auch einen neuen Befehl, und zwar könnt ihr damit eure Karten schützen, dass sie niemand kopieren kann, bis auf ihr. Und zwar lautet der Befehl / Antikopie. Einfach die Karte in die Hand nehmen und das dann halt machen, Leute. Und dann ist sie geschützt, dann kann die keiner mehr kopieren. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine News-Folge mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.